Hörtschöne TV, Ausgabe 37 mit einer Urgewalt. Und los. Close your eyes. Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer ganz regulären Folge Hörtrailer TV, mal ohne Frankfurt, wobei fast ohne Frankfurt, denn heute möchte ich euch mal wieder ein ganz besonderes Hörspiel vorstellen. Und ja, es ist in meinen Augen definitiv ein Hörspiel, auch wenn sich hierbei so ein bisschen die Geister scheiden. Aber das ist ja schön, dafür sind wir ja hier. Und zwar möchte ich euch heute kein geringeres Hörspiel als Kong vorstellen. Kong von Stefan Kaminski. Das ist in dem Fall eine Live-Geschichte gewesen. Also wirklich, er hat das live auf der Bühne vorgeführt. Das heißt, das ist wirklich ein Live-Mitschnitt, ein kompletter Live-Mitschnitt dieses Programms. Er hatte da wohl noch einen Musiker mit auf der Bühne, aber ansonsten hat er da alleine performt. Und das Besondere daran ist, dass, deshalb sage ich, dass es wirklich ein Hörspiel ist, Stefan Kaminski hat es geschafft, und ich kannte zwar seine Stimme vorher, aber so in dem Rahmen habe ich das noch nie erlebt, von daher bitte nicht gleich jetzt Banausen abstammen, er hat es geschafft, wirklich alleine ein komplettes Hörspiel einzusprechen. Er spricht jede einzelne Rolle und er gibt jeder Rolle eine ganz eigene Note. Also da muss ich ehrlich sagen, Hut ab, Stefan Kaminski, das war super Arbeit. Ich finde es schade, dass ich leider erst zu spät drauf gestoßen bin. Das war eine Empfehlung von der Lisa von der Lauscher Lounge, die ich auf der Frankfurter Buchmesse getroffen habe. An dieser Stelle viele Grüße und übrigens an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Die hat mir das Hörspiel empfohlen, da habe ich mir dann gleich bei der Buchhandlung besorgt und ich habe es nicht bereut. Das war wirklich eine tolle Produktion, super Tipp, und wenn ich so tolle Tipps kriege, dann gebe ich die auch gerne weiter, und wie gesagt, grüß auch schön in die Kamera. Ja, Stefan Kaminski schafft es wirklich, die Geschichte von King Kong, also es ist wirklich mit dem Filmproduzenten, dem Regisseur Denheim und dem Captain Engelhorn und wer auch noch alles an Bord ist. Jeder kriegt seine ganz eigene Stimme verpasst und er spricht sogar das Mädchen. Und auch das klingt gar nicht so schlecht. Also er hat das wirklich sehr, sehr toll gemacht im Tonfall, und auch wenn er Dialoge spricht, das klingt wirklich, wirklich super. Also vom bärbeißigen Captain bis hin wirklich hat er super gemacht, und es macht Spaß und es ist kurzweilig. Und auch beim Autofahren kann ich das sehr empfehlen, weil vor allem abends wird es ab und zu ein bisschen lauter in dem Hörspiel und dann bleibt man wach. In dem Sinne, das ist ein super Hörspiel-Tipp. Kong, die Geschichte von King Kong, und wer die Gelegenheit haben möchte, den Stefan Kaminski auch mal live zu erleben, der tourt wohl gerade mit dem Ring der Nibelungen, in eine Produktion, die so in der ähnlichen Art und Weise gemacht ist, jetzt gerade durch Deutschland, und ich werde mal sehen, ob es da gerade noch Termine gibt und wann die genau sind. Ich habe das jetzt leider nicht im Kopf, aber kriegt ihr alles mit nachgeliefert, und in dem Sinne Kong. Und nochmal viele Grüße und vielen Dank für diesen tollen Tipp. In diesem Sinne, keep on listening. Euer Falk. Mhm.